Ohne den Psychiatriepatienten Heinrich Anton Müller würde es das großartige Werk von Jean Tinguely, dem großen Schweizer Künstler, heute so vielleicht gar nicht geben. Heinrich Anton Müller war hospitalisiert in der psychiatrischen Klinik in Münsingen und hat dort ein unglaubliches Werk geschaffen. Er hat große bewegliche Räderwerke, Maschinen gebaut, die beweglich waren, auch noch in fahrbare Gestelle hineingesetzt waren. Und hat man sich ihm genähert, hat er sie zum Teil extra bewegt, zum Teil hat er seine großartigen Apparate aber auch selbst zerstört. Diese wunderbaren Maschinen haben den großen Jean Tinguely inspiriert und beeinflusst. Und die ersten metamechanischen Konstruktionen, die wir von Jean Tinguely heute kennen, gehen auf das Werk von Heinrich Anton Müller zurück. Zu sehen ist Heinrich Anton Müller in der Ausstellung Naive Schweiz, Swiss Brut, anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums des Museums im Lagerhaus, wo wir ihn verschiedene, vielfältige, bunte Einsichten in das schweizerische Werk von Brut und naiver Kunst zeigen können.